Ah, scheiße, ich wollte da runter. Kacke. Fuck. Okay, das hat mir nichts gebracht. Da hoch komme ich nicht. Geh auf, schnell! Oh, scheiße! Oh, fuck! Absolut keine Ahnung, wo ich hier bin, ne? Das Boss? Ah, daneben. Okay, das jagt mich jetzt. Aber ich habe jetzt die Kanone, ne? Yes! Jetzt bist du dran, Kumpel. Jetzt mach ich dich alle. Kommt er zu mir oder soll ich zu ihm? Oh, das ist auch... Halt Y gedrückt, um die Omega-Laser abzufeuern. Komm her. Kommt er zu mir oder soll ich zu dem? Ah, wie sieht's aus? Was ist mit dem los? Der ist ja unbesiegbar! Das hat ja nichts gebracht. Hä? Oder ich muss erstmal sein... Alles klar. Ich muss erstmal das hier machen. Scheiße. Alles klar. Dummer Fehler von mir gerade eben. Aber das Doppel ist, ich habe auch richtig schlecht Sichtkontakt mit dem, ne? Ist nicht so einfach, ist nicht so einfach, Leute.
Alles klar. Jawoll! Einer weniger. Spider-Magnet erhalten. Machen wir jetzt einen auf Spider-Man? So, hiermit kannst du. Oh, okay. Alles klar. Geil. So, keine Schusskraft mehr, alles klar. So, das ist jetzt alles safe hier, ne? Oh, endlich. Jetzt kann ich hier in Ruhe erkunden ein bisschen. So, die große Frage ist jetzt, wo soll ich lang? Was ist das hier? Boss oder was? Hier, der Old Spark Würfel von Transformers. Aber da kann ich nicht lang. So, ich bin jetzt aktuell wo? Da bin ich aktuell, okay. Ich kam ja von da, ne? Hier bin ich von dem Vieh geflohen. Hier war der Endboss gewesen. Hab ich den Weg hier? So, oben war ich ja schon. Okay, ich war hier schon überall. Aua! Ah, es kommt jedes Mal neu von denen, ne? Ah gut, dann brauche ich die gar nicht zu killen. Schön. So, da komme ich noch nicht hin. Alles klar. Haben die irgendwas, diese Viecher? Irgendwas Besonderes oder so? Das ist immer so ein bisschen verdächtig, wenn ich sowas... Oh, sehe bloß nicht runterfallen. Springen. Den nicht, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Das Ding ist kaputt oder was damit? Ja, der ist kaputt. Okay. Man kriegt hier auf jeden Fall sehr, sehr viele von den Raketen. So, hier war ich auch schon. Aber hier oben war ich nicht. Jetzt gibt's keins zurück. Okay, da ist irgendwas Gefährliches.
Und da kann ich nicht lang. Jetzt habe ich aber ein Problem. Oh, ätzend, ey. Richtig ätzend. Dr. Nefarius. Aus Ratchet & Clank. Oh, Alter. Krasses Vieh, Alter. Oh, hat eine Reichweite, Junge. Oh, das ist scheiße. Ich glaube, ich sterbe gleich. Was ist jetzt los? Der ist unsichtbar? Ist er ganz weg. Was? Komm. Vielleicht haben wir ihn. Was macht er jetzt? Ich sehe nicht mehr. Ja, was soll ich da machen? Scheiße, ich bin gleich. Nee, ich bin nicht gut. Scheiße. Hä, was soll ich denn machen?
Yeah. Nice. Krieg ich jetzt Unsichtbarkeit? Phantomumhang erhalten. Ja, ich glaube, ich kann mich unsichtbar machen. Schön. Ich habe nicht verstanden, wenn ich dem unter dem hergeslidet bin. Was sollte ich da machen? Weil da ist ja dieses Ding aufgeleuchtet, so sollte ich drauf schießen oder was ist da passiert? Weil ich habe irgendwas gedrückt und dann hat er mich erwischt. Einfach, ne? Habe ich gar nicht gepeilt so ganz. So, eine Aeon-Fähigkeit, die Samus für Gegner unsichtbar macht. Sie ermöglicht es Samus auch, sich geräuschlos zu bewegen, dafür aber langsamer. Drücke. Ah. Das ist gut gegen diese Emmys, ne? Ja, geil. Wie aktiviere ich das? Dafür aber langsamer. Drücke bei voll aufgefülltem Aeon die R-Taste, um den Umhang zu aktivieren. Zum Deaktivieren erneut R drücken. Bei aktiviertem Umhang wird Aeon verbraucht. Wenn du dich zudem bewegst oder schießt, wird er zusätzlich Aeon verbraucht. Sobald alle Aeon des Umhangs in der... Nee, sobald alle Aeon verbraucht... What? Sobald alles Aeon verbraucht ist, verbraucht der Einsatz des Umhangs Energie. So. Richtiges Deutsch. Wenn ihr davon nur noch eine Einheit verbleibt, wird der Umhang automatisch deaktiviert. Nach der Deaktivierung beginnt automatisch die Wiederauffüllung. Ist klar. Ich muss mir nur merken, R-Taste. So, und ich bin fast KO. Alles klar. Cutscene? Nee, doch nicht. Keine Cutscene. So, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich würde mal gerne speichern. Ich kann jetzt durch diese Türen. Ja, geil. Oh, du Ratte. So, aber da war ich ja schon überall jetzt gewesen. Da brauche ich eigentlich gar nicht lang zu laufen. Das ist auch die heiße Zone. Komme ich so oder so nicht weiter. Da brauche ich auch nicht lang. Aber wobei, doch, da hatte ich so eine Tür gehabt, ne? Hm. Das ist auch ein Safe Point. Doch, ich gehe mal da lang. Die sind auch ein bisschen ätzend, die Viecher, da weißt du nie genau, wann die angreifen jetzt, ne? Okay. Also sie täuschen ihre Angriffe mal gerne vor. So. Oh, du kleiner Racker, ich wollte dich doch gar nicht. Alles klar, das Ding werfe ich da automatisch hin. Wenn ich da jetzt runtergehe, komme ich wieder hoch. Natürlich nicht, okay. Aber ich komme ja so wieder hin. Bitte wieder rüber. Oh! Wie ist, Alter?
So, hier ist irgendwas. Ataria. Was? Möchtest du nach Kartaris? What? Ei, heiß. Angenommen, ich gehe jetzt nach Kartaris. Aber das sah für mich aus wie eine heiße Welt, ne? Achso, das ist in Abschnitten unterteilt, wie es aussieht, ne? Wenn ich jetzt hier drücke, dann... Ist jetzt so ein Ladebildschirm? Ja, es laggt, das ist ein Ladebildschirm. Aber es dauert echt lange. Naja, die Switch ist ja keine PS5, ne? Okay. Ja, ich bin im neuen Gebiet. Ich würde gerne wieder zurück. Und mich noch ein bisschen umsehen, wenn ihr nichts dagegen. Aber wobei. Ich muss noch ein paar Fähigkeiten freischalten, ne? So, Eisrüstung, Lavarüstung und sowas halt, ne? Vielleicht macht es doch Sinn, erstmal weiterzuspielen. Und, was war das denn? Boah, da kann echt was ab, ey. Krass. Also, wenn ich hinterher weglaufen muss, wird er mir echt im Weg stehen, der Dude. So, mehrere Wege wieder. Man kennt's ja. Da kann ich nicht lang. Da kann ich auch nicht lang. Okay. Ich kann wieder zurück. Ah! Echt was ab, ey. Und die auch. Safe Room. Okay. Wir melden uns wieder bei der Zentrale. Daten werden hochgeladen. Seppi erscheint durch thermische Energie versorgt zu werden. Magma wird aus dem Inneren des Planeten gepumpt und von dort weitergeleitet. Ich konnte das zentrale Steuerungssystem des Magmaflusses ausfindig machen. Es befindet sich hier in Kartaris. Samus, dein derzeitiger Sylt kann dich während deiner Erkundungen auf Kartaris nicht schützen. Der extremen Hitze der Lava hält er nicht stand. Du solltest auf gar keinen Fall Gebiete mit derart hohen Temperaturen betreten. Irgendwo über dir scheint sich ein Shuttle zu befinden. Nutze ihn, um weiterzukommen. Es gibt noch etwas, worüber wir sprechen müssen. Deine neue Fähigkeit, den Phantomunhang. Der Phantomunhang verhindert, dass er dich aufspüren können. Bisher war Flucht deine einzige Option. Jetzt kannst du auch an ihnen vorbeilaufen. Mach davon Gebrauch, um dein Ziel zu erreichen. Bedenke, dass der Phantomunhang deine Mobilität stark verringert. Ein Emmy wird dich übrigens nach.
los, sobald ich ein Emmy gesehen hat. Ergreife dann die Flucht, bis er die Verfolgung aufgibt. Okay. Der Phantomumhang kann auch weiter verwendet werden, wenn dein Aeon verbraucht ist. Stattdessen wird dann deine Energie verbraucht. Sieh das als einen letzten Ausweg. Deine komplette Energie wird nie aufgebraucht. Setze diese Fähigkeit weise ein, um deine Überlebenschancen zu erhöhen. Ach so, okay, wenn meine Aeon aufgebraucht sind, dann muss ich, dann nimmt er mir Energie ab. Scheiße, da muss ich echt aufpassen mit. Also bis jetzt finde ich den Phantomumhang echt kacke. Ich hab gedacht, genau in dem Moment, wo die mich erfassen, die Viecher, dass ich mich dann schnell verstecken kann, aber offenbar wohl nicht. So, ich bisse mich hier noch ein bisschen um. Ich würde mich gerne noch weiter umsehen, aber kann ich nicht mehr, okay. Ja gut, mein einziger Weg ist hier lang. Was sind das für Viecher? Okay, da komme ich nicht runter. Schön, dass die Wege auch hier in dem Level aufgehen. Da ist ein Waffen-Heini, also ein Munitionstyp da. Okay, was haben wir jetzt hier? Was ist das? Jetzt Energie wurde umgeleitet. Was heißt das? Alles klar. Ja, aber das komme ich doch gar nicht mehr raus. Ah, okay. Jetzt sind die Türen alle wieder zu, ne? Ah, das ist aber auch eine Kacke. War das jetzt vorteilhaft? Jetzt komme ich auf jeden Fall wieder dahin. Alter! Ja, komm, komm, komm. Sehr brav. So, hier kann ich nichts machen. Muss ja auch so ein bisschen geworfene Raketen nehmen, ne? Oh, was eine Ratte, Alter. Und oben drin droppen manche Gegner auch wieder Raketen, also von daher. Kann ich ruhig ein bisschen öfter Gebrauch von nehmen. Wieder nach oben. Ah, warte mal. Ne, wenn ich da runterspringe, bin ich wieder am Anfang. Alles klar.